Guten Morgen, Leute, zu Tag Nummer 5, 10, 14. Jo, letzter Tag und auch der vermutlich anstrengendste Tag, weil wir werden heute insgesamt 7 Stunden mindestens fahren. Wir fahren jetzt von Heidelberg runter nach Konstanz an den Bodensee. Wir werden dann hoffentlich kurz eine Runde reinspringen, abkühlen, weil es ist fucking heiß heute. Nach Konstanz fahren wir wieder rein nach Österreich, nach Tirol. Das wird dann noch einmal eine 4-stündige Autofahrt werden, circa. Deswegen, jo, wird ein anstrengender Tag. Wir sind jetzt am Bodensee angekommen in Konstanz. Wir werden hier direkt jetzt essen mit Sicht auf Bodensee auf so einer Seeterrasse. Rein in die Innenstadt werden wir leider nicht gehen, es geht sich zeitlich nicht ganz aus. Wir sind schon relativ spät dran und wir müssen dann ja noch weiter nach Österreich zurückfahren. Wir sind jetzt hier direkt am Bodensee. Hinter uns ist Konstanz, wo wir leider nicht in die Altstadt reingehen werden. Jetzt beginnt es gerade wieder zu regnen. Ich hoffe, es hält noch, soweit, solange wir essen, weil hier ist nur ein Außenbereich. Wir sitzen hier in der Lounge, werden uns einen Bodensee-Büffelburger gönnen. Schöne Alliteration an dieser Stelle. Das ist jetzt unser letzte Mahlzeit hier in Deutschland und danach geht es mit der Fähre über den Bodensee rüber und dann straight nach Österreich zurück. War jetzt hungrig, ich habe den Burger jetzt schnell aufgefoodet. War aber ein lecker Burger, war halt nur der Burger für 15 Euro. Aber gut, wir haben halt hier auch die entsprechende Aussicht, also ist irgendwo auch gerechtfertigt. War jetzt aber auch das letzte Mal, dass wir in Deutschland gegessen und das letzte Mal generell auf dieser Reise, dass wir vermutlich auswärts gegessen haben. In Tirol werden wir dann wahrscheinlich viel wieder selbst kochen und so. Kommt dann natürlich insgesamt ein bisschen günstiger. Wir werden jetzt dann gleich weiterfahren. Wir haben leider nicht allzu viel Zeit zu verlieren, deswegen geht es jetzt dann mit der Fähre rüber, wieder auf die deutsche Seite und dann fahren wir nach Berlin. Hier auf der Fähre. Alter, das ist ein riesen Ding eigentlich, für das, dass wir nur über den See fahren. Es fühlt sich so weird an. Wir sind vorhin im Auto drin gesessen und auf einmal fährt dieses Schiff. Jetzt schaue ich mir hier ein bisschen an. Wir sind eh bald wieder da, aber boah, der Bodensee ist immens riesig, Alter. Das ist jetzt nur so eine Seitenarbeit. Der geht ja hier bis nach Österreich eben, ne? Das ist sehr crazy. Jetzt sind wir das erste Mal seit 2 Wochen wieder auf österreichischem Boden. Ja, nice. Haben wir soweit geschafft, die Reise durch Deutschland unfallfrei überstanden. Sehr, sehr nice. Jetzt bleiben wir noch, wie gesagt, ein paar Tage in Tirol. Urlaub vom Urlaub machen. Da gibt es dann keine Vlogs mehr. Für heute würde ich jetzt diesen Vlog auch mal beenden. Das war der letzte Teil. Tutto finito. Wir sehen uns dann vielleicht in den nächsten Tagen einmal in einem Livestream von Tirol aus. Ansonsten sehen wir uns, wenn ich wieder in Wien bin. Und in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesen Vlogs. Ich hatte auf jeden Fall viel Spaß, auch wenn es mega viel Aufwand und anstrengend as fuck war. Aber es hat Spaß gemacht und ich habe jetzt einfach eine schöne Dokumentation der ganzen Reise. Schreibt gerne Kommentare, wie ihr das Ganze gefunden habt. Was hat euch am besten gefallen? Was war für euch der beste Moment der ganzen Reise? Würde mich sehr interessieren. Schreibt es einfach gerne in die Kommentare. Lasst Feedback da, lasst Daumen hoch da. Wer noch nicht abonniert hat, gerne rein abonnieren und wir sehen uns dann hoffentlich bald wieder. In diesem Sinne, macht es gut, Leute, und ciao!